Hallo, mein Name ist Lucy. Als T7 bin ich eine Koryphäe in Sachen Motorradreisen und nun passe ich schon 10.000 Kilometer auf den Amateur-Routi auf. Heute ist ein Meilenstein, 10.000 Kilometer und den habe ich hier an einem nicht so schönen Ortsausgang von Marrakesch. Das muss mit Strand belohnt werden. So, ich hoffe, man kann mich hören. Es windet nicht so doll. Eben wurde ich das erste Mal bei der 100. Polizeikontrolle das erste Mal angehalten worden. Und da habe ich aber nur gefragt, wo ich hingehe. Und er kannte es, glaube ich, nicht. Das ist ein Fischerort, das ist die Rabatt. Und dann hat er gesagt, alles gut. Ich habe gesagt, alles gut. Und er hat gesagt, okay, hau ab. Also, und dann hat er mich wieder fahren lassen. Keine Papiere gesehen vorher. Ja, aber jetzt mal, weiß nicht, wie lange ich schon in Marokko bin, 2 Wochen, das erste Mal gestoppt worden. Bin jetzt auf dem Campingplatz angekommen und gibt mehr Meilensteine natürlich. Und zwar, heute hat das Thermometer das erste Mal 30 Grad überschritten. Auf dem Weg hierher war es richtig warm. Habe ich erstmal die Jacke ausgezogen und alle diese Lüftungsschlitze aufgemacht, die ich gefunden habe. Und jetzt hier an der Küste ist wieder ein bisschen kühler. Vielleicht so 23, 24 im Schatten. Also ich bin hier jetzt auf diesem Campingplatz, da sind eigentlich nur Europäer. Deutsche, Franzosen, Schweizer habe ich gesehen. Ich hatte das schon gelesen, dass die Küste runter hier viele so Dauercamper irgendwie sind oder viele Leute, die eben hier im Winter sind, weil es hier warm ist.
Und dieser Campingplatz hat ein Restaurant, Wi-Fi, habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Und auch einen Supermarkt. Kostet allerdings 100 Dirham, also 10 Euro pro Nacht. Finde ich jetzt zu teuer. Aber okay, ich sollte dann auch, also ich habe auch Strom. Ja, das passt schon. Wasser. Ja. Und dann noch der nächste Meilenstein. Wenn ich das mal zeigen darf. Ich bin wieder am Meer angekommen. Zum ersten Mal seit Tangier. Das ist jetzt 12 Tage her. Und zwar sehe ich jetzt auch zum ersten Mal richtig den Atlantik. Und man sieht schon gleich, dass es Atlantik ist wegen den Wellen. Nass geworden. Also da war gerade so ein alter Mann im Wasser und ich habe schon gedacht, ja, mein Opa, der wäre da auch ins Wasser gegangen, aber ich, klar, kann man machen, aber das ist schon richtig kalt. Atlantik halt, ne? Und eine weitere Premiere ist heute zum zweiten Mal das Zelt aufbauen und zum ersten Mal im Sand. Ja, ich weiß nicht, das wird hier, glaube ich, ziemlich schwierig. Ja, weiß ich nicht, ob es schwierig wird, aber hier stelle ich mein Zelt hin. Das ist mein Platz. Steht die Lucy. Stolze 10.000 Kilometer alt jetzt. Da baue ich jetzt mein Zelt auf, bevor es dunkel wird. Die Sonne ist schon, wie man sieht, da. In einer Stunde ist die weg. Also, ich bin jetzt hier in einem Campingplatz in einem Ort namens Sidi Wasai. Und hier in der Nähe ist ein Nationalpark und ich war hier bei diesem Campingplatz-Typen und habe gefragt, ob man da mit dem Motorrad hinfahren kann. Und er hat gesagt, ja, musst aber 13 Kilometer außen rumfahren zu dem nächsten Ort und dann da parken und dann kannst du da nicht reinfahren. Aber besser wäre es, wenn du am Strand entlangläufst, nur 600 Meter, dann kommt so ein Fluss und hinter dem Fluss gehst du rechts. Okay, die 600 Meter waren 3 Kilometer und ich bin dann da reingelaufen und habe dann schon so einen Typ auf so einem Hügel sitzen sehen, der wohl die Gegend beobachtet. Also weiß ich nicht, ob er den Nationalpark beschützt, also da ist kein Tor oder so. Aber in dem Nationalpark steht halt ein Schild, dass man den Pfad nicht verlassen soll und so weiter. Aber der Weg führte halt ins Landesinnere. Aber ich wollte eigentlich wieder zurück, weil ich ja schon so weit gelaufen war. Ich musste ja alles wieder zurücklaufen. Wollte ich jetzt nicht noch kilometerlang ins Landesinnere laufen. Und bin dann rechts so die Böschung runtergelaufen. Und dann war ich da in so einem See, relativ nah, aber ich war auch nicht ganz am Ufer. Aber dann habe ich schon so was pfeifen gehört und ich habe dann gedacht, ja okay, das sind vielleicht die Vögel und so, aber dann habe ich gemerkt, dass das der Typ ist, der hinter mir, also der von Weitem mit der Trillerpfeife pfeift. Und der kam dann auf mich zu und hat dann so, ja, es ist verboten, hier runter zu gehen, also auf Französisch und so. Und ich habe dann halt dreimal so, ich kann leider kein Französisch, keine Ahnung, ich weiß echt nicht. Und dann hat er irgendwas gesagt mit Passport und so und ich müsste mitkommen und müsste irgendwas ausfüllen, also wahrscheinlich eine Strafe bezahlen und so. Und dann habe ich so, boah, ich wollte nur zurück zu meinem Strand und so. Und dann dreimal noch gesagt, ich verstehe nichts. Und dann hat er gesagt, ja, ist okay. Hat mir die Hand gegeben und hat mich gehen lassen. Ja, also so nah war ich auch jetzt nicht, dass ich da irgendwie die Flamingos berührt hätte, sondern ich war noch relativ weit weg. Ja, auf diesem Pfad war ich halt so weit weg, da konnte ich nicht mal erkennen, ob es Flamingos sind. Ja, das war mein Erlebnis für heute. Jetzt mache ich noch ein bisschen an meinem Motorrad, ein bisschen Motorradpflege. Ja, die Kette sieht echt noch gut aus. Sind so 500, 600 Kilometer seit dem letzten Sprühen und Putzen vergangen. Aber hier am Ritzel sieht man halt, wie viel Sand da und so drauf war. Ja, ich werde jetzt hier nochmal, weil ich die Gelegenheit habe, hier sowieso neben meinem Zelt, in meinem Motorrad wohne, nochmal putzen und nochmal sprühen.
Ab 600 Kilometer kann man auch mal wieder. Ich habe ja gehört, diese Chitin-Panzer von den Insekten ist auch schlecht sind für, wenn die hier zwischenkommen, wo die Stoßdämpfer, wo die Gabel reingeht. Und deswegen ist es gut, dass es hier schon so geschützt ist. Aber ab und zu reibe ich das nochmal ab. Also jetzt zum zweiten Mal auf der Reise in 2 Monaten, aber immerhin. Ich habe jetzt wieder mal mein ganzes Gepäck umgepackt. Ich habe das jetzt mal längs drauf geschnallt. Weil ich hatte vorher schon gelesen, dass quer draufschneiden scheiße ist. Aber ich habe gedacht, es passt super mit den Taschen und so. Habe ich ja jetzt auch irgendwie 2 Monate durchgezogen. Aber da ich mich jetzt so da aufs Maul gelegt habe, vielleicht ist es dann doch echt für die Balance einfach scheiße, wenn das Gewicht so breit ist, sondern eher in der Länge. Deswegen habe ich das jetzt mal so gemacht. Und das Zelt habe ich jetzt auch nicht mehr. Das hatte ich ja immer so hier hinten dran. Das habe ich jetzt mal hier dran so geschnallt. Und diese Isomatte obendrauf. Genau, das probiere ich jetzt mal aus. Damit verabschiede ich mich von meiner zweiten Campingstation, wo ich jetzt mal ein bisschen länger gecampt habe. 3 Tage. Und ich freue mich, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr meine Reise weiterverfolgt, abonniert. Und dann sehen wir uns noch weiter aus Südmarokko. Da wird es jetzt wahrscheinlich immer untouristischer. Ich bin selber sehr gespannt. Also, macht's gut. Ciao.